ihr Lieben, abends um 7 beim Marktgärtner im Esszimmer. Gibt's noch einen entkoffeinierten Kaffee, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, Arbeit nimmt kein Ende. Wenn andere Fernsehen gucken, dann bringen wir Saatkörner in die Erde. Heute sind die Tomaten dran. Ich freue mich total, bin ganz aufgeregt, habe ganz viele Sorten. Bringe die dieses Mal in Erdpresstöpfe. Die habe ich mir kommen lassen von meinem Pflanzenlieferanten. Das ist für mich dies Jahr einfach die beste Alternative, die einfachste und schnellste Alternative. Ich habe sonst die Jahre immer Plastikpötte besorgt bzw. benutzt. Ich hätte mir dieses Jahr neue besorgen müssen, weil ich einfach diese Menge nicht gehabt hätte. Und dann habe ich mich für die Variante entschieden, einfach aus Kostengründen, die ist wesentlich günstiger. Und ich habe natürlich das Problem mit dem Plastik nicht mehr. Gut, hier ist wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, Torf drin. Bin ich jetzt auch nicht so ein Freund davon, ich hätte lieber torffreie Erde. Aber es ist halt immer so, irgendein Tod muss man sterben. So, und dann wollen wir jetzt mal loslegen. Ja, ich habe meine Samen hier schon eingeweicht in so kleine Gläser. Schön in warmem Wasser. Die waren jetzt über 24 Stunden da drin. Einfach damit die Keimung besser funktioniert bzw. schneller funktioniert. Das kann man machen, das muss man nicht unbedingt. Man kann die auch in ein Tuch, in ein Zewa oder sowas wickeln und dann gucken, dass man die in eine Folietüte zum Keimen bringt. Aber wie gesagt, das muss man alles nicht. Man kann einfach auch das Samenkorn nehmen, reinlegen, fertig. Dauert dann halt nur ein bisschen länger. So, jetzt mache ich mir die hier ein bisschen auseinander, dass ich nicht in jedem nachher 1000 Stück drin habe. Und auf geht's. Ja, wie das immer so ist mit nassen Samenkörnern, die wollen da einfach nicht rein, ne? So. Und wenn wir unsere Saaten drin haben, dann kommt noch ein ganz bisschen Erde drauf. Nicht zu viel, weil der Samenkorn muss auch das Licht noch finden können. Einfach nur leicht bedecken. Und zum Schluss, wie immer natürlich, das Ganze auch angießen. Weil ohne Wasser wird das nichts. So, dann holen wir mal was zum Angießen. Ich mache das in dem Falle hiermit. So, und so geht es jetzt weiter bis zum Schluss. Ich habe noch genau 4 Kisten vor mir. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute gibt es ein kleines Update. Wir haben ja gestern die Pflanzen oder die Samenkörner in die Erde gebracht, in unsere Presstöpfe. 200 Stück an der Zahl. Und heute Morgen möchte ich euch das Endergebnis zeigen. Ja, wie ihr seht noch nichts. Das dauert natürlich eine Weile. 10 Sorten sind es insgesamt geworden. Fleischtomaten, Cocktailtomaten, alles, was das Herz begehrt. Ja, ich freue mich schon riesig drauf. Ja, und im unteren Bereich, da könnt ihr sehen, da ist nochmal eine Charge von Update-Pflanzen. Das heißt, sollten einige Pflanzen nichts werden in den Presstöpfen, dann habe ich noch für ein paar Ersatz gesorgt. Insgesamt 80 Stück. Viel zu viel am Ende, wie es immer ist. Aber ich hätte mich auch sortentechnisch noch mehr auslassen können, aber man muss sich, wenn man das schon wirklich als Geschäft macht, ein bisschen einschränken, aber so alles konnte ich dann nicht mir verkneifen.
Ja, ihr Lieben, also es gibt ein Update. Ich bin jetzt nicht mehr Gemüsegärtner, ich mache jetzt auf Model. So, nein, Spaß beiseite. Es ist wieder ein Tag vergangen und jetzt heißt es, wir müssen unsere Tomatensamen angießen. Beziehungsweise nicht angießen, sondern gießen. Die brauchen jetzt ein bisschen frisches Wasser. Ja, es macht sich hier alles ein bisschen schwierig und kompliziert, weil wir sind hier in unserem Esszimmer. Das geht natürlich nur, weil die ganze Geschichte hier noch nicht renoviert ist. Das wird natürlich bald geschehen, dann ist das nicht mehr möglich, dann müssen wir uns eine andere Lösung einfallen lassen. Aber das kommt halt später. Jetzt wollen wir gießen. Ich habe hier so eine Wanne vorbereitet. Da haben wir hier so ein Holzkonstrukt reingemacht, damit das Wasser, da diese Kisten unten offen sind. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind halt Löcher drin, damit das Wasser da nicht stehen bleibt, weil Staunässe ist für keine Pflanze gut. Wir gießen das Ganze jetzt an, lassen das dann gleich kurz ablaufen und danach kommen die Kisten auf dieses Pflanzvlies. Das Ganze ist nicht zu verwechseln mit einem Malervlies. Das ist eine ganz andere Geschichte. Diese Pflanzvliese sind dafür gedacht, um Wasser zu speichern und das nach und nach an die Pflanzen weit abzugeben. Bei uns ist es jetzt so, ich nutze das Ganze zum Abtrocknen. Das heißt, sollte da am Ende noch eine Restfeuchtigkeit unten dran sein, dann wird das von dem Vlies aufgesaugt und geht mir nicht in den Boden. So, und jetzt geht es mal los. So, das war schon das ganze Hexenwerk. Jetzt lasse ich das Ganze ein bisschen absacken, sodass das aufgesaugt wird. Und wie gesagt, dann kommen die ganzen Kästen wieder schön hier an die Stelle. Noch einen kurzen Hinweis dazu. Ich habe die jetzt bei uns im Esszimmer einfach aus temperaturtechnischen Gründen. Ja? Also Tomate ist eine sehr wärmeliebende Pflanze und die braucht zum Keimen eine bestimmte Temperatur. Und die sollte nicht unter 20, 22 Grad sein. Ist das Ganze nachher irgendwann gekeimt, ja, das heißt, unsere Pflänzchen gucken oben raus, dann kommen die in den Keller so bei 15 Grad. Und das ist dann auch ausreichend, weil die sollen uns ja nicht vergeilen, die sollen ja nicht riesengroß werden und knüppeldünn, sondern sollen schöne, kräftige, gesunde Pflanzen werden. So, Wasser ist jetzt soweit weg. Und jetzt kommt das Ganze raus. Und das nächste Schätzchen. Mein Gott, die Dinger sind ganz schön schwer. Du bist auch eine starke Frau. Ja, ja, aber leicht wäre trotzdem schön. So. Ja, ihr Lieben. Das ist es, wie gesagt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.